beginnen, ungeplant, dass wir in diesem Jahr an dieser Stelle noch eine Pressekonferenz haben, aber wir haben uns aufgrund sehr vieler Anfragen noch gestern spät bis sehr, sehr spät in der Nacht und heute sehr zeitig am Morgen dafür entschlossen. Und ich danke da sowohl dem Präsidenten als auch dem Vizepräsidenten Nikolaus Rosenauer, der im Zivilberuf als Rechtsanwalt viel mit juristischen Angelegenheiten zu tun hat, dass sie sich heute die 15 bis 20 Minuten Zeit nehmen vor unserer abendlichen Veranstaltung. Bitte daher ja auch gleich euch um Verständnis, dass wir nach den offiziellen Ausführungen hier für keine großen Einzelinterviews mehr zur Verfügung stehen können. Geht sie zeitlich gar nicht aus, aber es wird, denke ich, alles gesagt sein. Habt alle die Technik mit Splitbox und Co. Sollte alles passen. Und ja, worum es geht, also über das Sportliche sprechen wir an dieser Stelle jetzt nicht. Es ist einiges rund um das Derby passiert. Präsident Michael Kramer war einige Zeit auch vor Ort, ist extra angereist und da wir, wie gesagt, oftmals gebeten wurden, das auch für Kameras und O-Töne zu schildern, wird das der Präsident jetzt machen und darf dich bitten, Michael. Ja, meine Damen und Herren, schönen guten Abend. Ich hätte mir nie gedacht, dass es wo Schlimmeres gibt an einem Abend als eine 6:1 Niederlage im Derby. Aber nach meinen Erlebnissen gestern muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt es und diese Niederlage ist für mich dadurch in den Hintergrund getreten. Ich möchte gleich vorweg schicken, ich möchte hier nichts, überhaupt nichts, was an Straftaten, möglichen Straftaten oder alles, was in die Nähe kommt, da stattgefunden hat, relativieren. Überhaupt nicht. Das, was passiert ist und seien es nur Schneebälle gewesen, die auf die Tangente geworfen wurden, ist zu verurteilen. Die Täter sind auszuforschen und zu bestrafen. Nichts davon will ich relativieren. Aber trotz allem halte ich es für notwendig, Ihnen heute meine Erlebnisse davon gestern zu schildern. Und zwar gar nicht jetzt so sehr als Rapid-Präsident, sondern als Staatsbürger dieses Landes. Ich bin irgendwann einmal schon vor Spielbeginn vom Andi Marek angerufen worden, dass es Probleme gibt beim Anmarsch. Und er hat mich darüber informiert und das Spiel hat dann begonnen. Und er hat mir dann gesagt, naja, wahrscheinlich werden wir das Spiel nicht sehen. Es ist da, gibt Anhaltungen und Einkesselungen und die Behauptung ist irgendwas auf die Tangente gefallen und so weiter. Und irgendwann einmal dann, wir haben dann dauernd telefoniert und irgendwann im Laufe der zweiten Halbzeit habe ich mich dann auf den Weg gemacht. Dorthin vor Ort, war eben auf der Lahrbergstraße, Ecke Absberggasse, wo die Lahrbergstraße ist das, glaube ich, ja, über die Tangente drüber geht. Bin dorthin gefahren, war jede Menge Polizei und bin dann dorthin gegangen. Anscheinend hat dort die Anhaltung, habe ich nachher erfahren, und das bestätigen ja auch die Polizeiberichte, hat um 15 Uhr begonnen. Und wie ich dorthin komme, war es schon dunkel und schaue in das Gelände hinein, wurde dort, und ich habe das heute auf Google Maps auch ausgedruckt, da gibt es da, das ist die Lahrbergstraße, ja, und da ist die Tangente und dann gibt es da so einen schmalen Zwickel, wo es auf der einen Seite den Abhang Richtung Tangente gibt und auf der anderen Seite das Betongebäude von Renault Wien, glaube ich. Dort waren, wie wir heute wissen, 1338 Menschen zusammengepfercht und sind dort zu dem Zeitpunkt, wo ich hingekommen bin, schon angehalten worden. Ich habe dann dort mit dem Einsatzleiter versucht, Kontakt aufzunehmen, das ist mir noch einigen Versuchen auch gelungen und habe ihn gefragt, was passiert ist und er hat mir dann gesagt, ja, da sind eben Gegenstände auf die Tangente gefallen und die Leute werden hier angehalten und werden alle identifiziert und kontrolliert. Und ich habe gesagt, naja, wie lange das noch dauern wird. Sagt dann, sie arbeiten eh mit 3 Identifikationsstationen und das wird schon noch eine Zeit lang dauern. Meine Frage hin, was mit Frauen, Kindern, wenn man offensichtlich gesehen sind Frauen dabei, sind zumindest Halbwüchsige dabei. Und dann haben sie mir gesagt, wir haben eh schon mal Durchsage gemacht, das reicht jetzt. Also ab dem Zeitpunkt, wo ich dort war, und das war kurz nach 18.30 Uhr, bis zur Beendigung des Einsatzes, und ich war die ganze Zeit vor Ort, gab es keine weitere Durchsage, dass in irgendeiner Form Frauen, Kranke und so weiter hier bevorzugt behandelt werden. Auf meine Anregung hin, ob das nicht irgendwie beschleunigt werden könnte und ob das verhältnismäßig ist, habe ich gesagt, nein, wir ziehen das jetzt durch. Und
daraufhin hat er gesagt, naja, vielleicht kriegen wir jetzt nur ein paar Kräfte frei und wir werden die Anzahl der Überprüfungsstationen erhöhen. Die ist dann irgendwann einmal so gegen 19 Uhr, glaube ich, auf 7 erhöht worden und dann kurz nach 20 Uhr auf 11. 11 Stationen, wo jede Person, die da drinnen war, perlustriert wurde, die Identität festgestellt wurde, Ausweiskontrolle und fotografiert wurde. Mit Scheinwerfern vor dem Auto ins Gesicht geleuchtet, wie ein Verbrecherfoto festgehalten. Man muss sich vorstellen, es hat minus 2 Grad gehabt da drinnen. Die Personen, die Menschen, die Rapidlerinnen und Rapidler sind da drinnen gestanden, ohne Essen, ohne Trinken, ohne die Möglichkeit, das WC aufzusuchen. Unseren Informationen nach den verkauften Karten mindestens 200 Frauen mit dabei, mindestens. Wie wir heute wissen, aus unzähligen Mails, die ich bekommen habe, zum Teil Diabetespatienten, die insulinpflichtig sind, keine Chance auf irgendeine Art der menschenwürdigen Behandlung. Und das ist das, was mich wirklich erschüttert. Ich hätte nicht gedacht, und wissen Sie, ich bin echt ein großer Anhänger des Rechtsstaates. Ich kann das schon voll vertreten, auch aufgrund meiner Berufsoffiziersvergangenheit und Ausbildung. Aber ich hätte nicht gedacht, dass so etwas in Österreich möglich ist. Und wie gesagt, ich sage nochmal, ich betone es, ich will nichts relativieren, überhaupt nicht. Was passiert ist, ist passiert und gehört bestraft. Aber das sind Methoden, das ist Wahnsinn. Da werden 1338 Menschen unter Generalverdacht gestellt, nur weil sie gemeinsam zu einem Fußballmatch gehen. Und dann muss ich Ihnen noch was sagen. Ich habe dann, wie mir der Andi Marek das zum ersten Mal geschildert hat, habe ich versucht, telefonisch Kontakt mit dem Polizeipräsidenten aufzunehmen. Der Polizeipräsident hat mir dann in dem Telefonat geschildert, naja, das ist nicht so schlimm, das sind 400-500 Leute, nicht mehr, und das ist ja gleich erledigt, diese Anhaltungen. Also selbst der Polizeipräsident ist von 400-500 Personen ausgegangen. Im Endeffekt wissen wir, es waren 1338. Jetzt kann sein, dass der berühmte Quartier, der hier immer stattfindet, vielleicht waren das 400-500 Leute. Die Frage, die ich mir stelle, wo sind die restlichen 700-800 hergekommen, die dann da alle in dem Zwickel drinnen waren? Wie hat man die dort hineinbefördert? Ist eine Frage, die ich mir stelle. Also jedenfalls waren das Zustände, die ich gesehen habe, und ich möchte nur stellvertretend ein E-Mail vorlesen, das ich heute bekommen habe, eines von unzähligen. Ja. Diese Person, eine Dame, schreibt mir, sie ersucht mich, die E-Mail diskret zu behandeln und zu anonymisieren, da sie nicht namentlich aufscheinen will. Sie besucht seit einigen Jahren sowohl Heim- als auch Auswärtsspiele des SK Rapid. Und hier ihr Gedächtnisprotokoll. Ich nahm, wie schon so oft, am Corteo zum Derby in Favoriten mit einer Freundin teil. Der Weg vom Räumerplatz bis zum Zugang des Auswärtssektors im Bereich der Lahrbergstraße ging relativ zügig voran und verglichen zu anderen in der Vergangenheit stattgefundenen Corteo auch nicht ungewöhnlich. Während des gesamten Fußmarsches hielten wir uns, wie auch sonst, eher am äußeren Rand auf. Angekommen am Zugang handelten wir uns ebenfalls entlang der Absturzsicherung zur Tangente voran, da das Eis am Boden ein normales Gehen für uns unmöglich machte. Ungefähr im mittleren Bereich des Weges mussten wir dann stoppen, das ist dieser schmale Zugang da, was an und für sich bei der Anzahl der Menschen nichts Ungewöhnliches für uns war. Ich stellte dann fest, dass auf der Tangente weder auf der einen noch auf der anderen Fahrbahn Autos fuhren und wir versuchten, durch das Hinunterschauen zu erkennen, warum dies so war. Erst nach einiger Zeit konnten wir unter der Brücke Fahrzeuge der Aswinag erkennen. Kurze Zeit später sahen wir auf der Fahrbahn unter uns Polizeibeamte, die mit Plastikhandschuhen und Plastiksäcken zwei Gegenstände seitlich vom Fahrbahnrand einsammelten. Die Zeit schritt allmählich voran und die Kälte des Bodens bzw. der Luft machte sich langsam trotz mehrerer Kleidungsschichten und Winterschuhe bemerkbar. Die Leute rundherum wurden immer ungeduldiger, weil keinerlei Informationen bekannt gegeben wurden bzw. bis zu uns durchdrangen. So viel zum Thema Informationspolitik. Neben uns ließen Männer den menschlichen Bedürfnissen freien Lauf und versuchten durch den Blick über die Absturzsicherung festzustellen, was eigentlich das Problem für den immer länger andauernden Stillstand der Menschenmasse war. Der Anblick löste in gewisser Art und Weise Sorgen aus, was, wenn sich vielleicht zu viele Menschen gegen diese Absturzsicherung lehnen. Wie viel Gewicht hält das Ganze aus? Nach etwas längerem Warten drang die Nachricht von weiter vorne durch, dass uns die Polizei hier festhalten will. Kurze Zeit später hieß es, die gesamte Masse möge ca. 1 Meter zurückgehen, da vorne alles ziemlich eng wäre. Plötzlich versuchten mehrere Personen, diese Wiese über die Lahrbergstraße zu verlassen, wobei von vorne aus Richtung vom Stadion plötzlich ein Stopp zu hören war.
also Einkesselung. Wenig später begegneten wir einem Bekannten, der meinte, er wird versuchen, über die Labergstraße durch die Menschenmasse herauszukommen, und er versprach, sich anschließend telefonisch zu melden. Nach einiger Zeit erreichte uns der Anruf, dass seine Personalien aufgenommen und er fotografiert wurde. Weiters bekam er einen Platzverweis mit der Aufforderung, den Sicherheitsbereich zu verlassen. Ein Stadionbesuch wurde ihm somit nicht gestattet, für uns unerklärlich und unverständlich. Die Kälte wurde mit der Zeit immer unerträglicher, das Bedürfnis, eine Toilette aufzusuchen bzw. Flüssigkeit zu bekommen, immer größer. Nun sahen wir ein, dass wir das Spiel wohl nicht mehr sehen würden. Ich persönlich hoffte, bald aus dem Kessel herauszukommen, da ich um 20 Uhr mein Insulin brauchen würde. Wir bewegten uns dann gemeinsam in Richtung Säulen des Renault-Gebäudes, in der Hoffnung, dort etwas mehr Schutz vor der Kälte zu erlangen. Meine Freundin meinte mehrmals, wir müssen versuchen, aufgrund des Insulins irgendwie vor oder rauszukommen. Doch die Masse bewegte sich keinen Millimeter. Irgendwann teilte uns ein Bekannter mit, dass er und seine Freunde die Rettung angefordert hatten, da seine Freunde erst vor 3 Wochen am Meniskus operiert wurde und kaum mehr stehen kann, die Freundin. Die Rettung wurde jedoch von der Polizei weggeschickt. Inzwischen trat unsere Befürchtung ein und wir hörten, dass Menschen um uns bereits umkippten. Eine weitere Person neben uns erfuhr telefonisch, dass eine Mutter mit einem minderjährigen Kind den Kessel verlassen wollte, jedoch nicht auf das minderjährige Kind beim Eingang warten durfte, bis dieses fertig kontrolliert wurde. In diesen Augenblicken wurde mir klar, dass es sowohl noch längere Zeit brauchen würde, um rauszukommen. Als ich endlich durch die Absperrung kam und zu den Beamtinnen gebracht wurde, forderten mich diese auf, die Jacke zu öffnen und den Schal vom Gesicht zu nehmen. Auf meine etwas laute Frage, nachdem die Nerven nach den ewigen Stunden des Wartens ohne jegliche Information blank lagen und ich durchgefroren war, ob das ihr Ernst sei, dass ich nach 5 Stunden meine Jacke öffnen und meinen Schal entfernen solle, beantwortete eine Beamtin mit: Hören Sie auf zu schreien, ich rede mit Ihnen auch normal, legen Sie jetzt sofort alles aus Ihren Jackentaschen auf den Boden. Ich teilte ihr dann mit, dass ich dringend nach Hause müsste, da ich insulinpflichtige Diabetikerin bin. Ihre Antwort: Ich stehe auch seit 10 Stunden hier. Anschließend forderte mich eine weitere Beamtin auf, den Ausweis zu übergeben, den sie dann zu den Kollegen beim Polizeibus brachte. Dort wurde ich angewiesen, mich hinzustellen. Meine Daten vom Ausweis wurden verlesen, ich wurde fotografiert. Und während des Wartens auf meinen Ausweis wurde mir von einer weiteren Beamtin ein Zettel mit dem Platzverweis erteilt, während sie mich weiters ersuchte, den Bereich anschließend zu verlassen. Das ist eines von vielen, vielen zig E-Mails, die uns heute erreicht haben. Und ich möchte an der Stelle, bevor ich dem Nikolaus übergebe und er aus rechtlicher Sicht auch sagen kann, was man hier als unschuldig zum Handkuss gekommene tun kann, noch eines sagen. Es ist schon der unglaublichen Disziplin auch der vielen unschuldigen Rapid-Fans und auch der aktiven Szene, die dort drinnen war, zu verdanken, dass dort nichts Gröberes passiert ist. Wenn die Polizei heute in ihrem Statement festhält, sie sind froh, dass das alle ohne Schussabgabe abgelaufen ist, ohne Waffengebrauch abgelaufen ist, dann muss ich sagen, das ist absurd. Das ist wirklich absurd, was hier passiert ist. Und ich verstehe es als Staatsbürger wirklich nicht mehr. Danke. Nikolaus, darf dich bitten, das Mikro vielleicht ein bisschen. Ja, also guten Abend auch von mir. Das ist auch für mich völlig unfasslich, was da gestern passiert ist. Möchte das auch wiederholen, was der Präsident gesagt hat. Also grundsätzlich einmal, jemand, der etwas auf die Südosttangente wirft, das ist kein Rapidler, das ist ein Krimineller, der vielleicht Rapid missbraucht und für sich vereinnahmt. Das ist ein Unrecht, das kann aber nicht mit anderem Unrecht aufgerechnet werden. Der Umstand, dass 1338 Leute, wo auf die allermeisten nicht das geringste Verdachtsmoment fällt, festgehalten werden, weil vielleicht 4, 5 sich massiv fehlverhalten, hat in einem Rechtsstaat nichts verloren. Hier liegt ja auch kein dringender Tatverdacht hinsichtlich des Einzelnen vor. Hier wurden aus welchen Motiven auch immer, da können wir nur spekulieren, Leute ihrer Freiheit beraubt und so über stundenlang in einer völlig unangemessenen und jegliche Verhältnismäßigkeit mit Füßen tretenden Art und Weise in einem Kessel festgehalten. Rechtlich haben die Leute hier die Möglichkeit, eine sogenannte Maßnahmenbeschwerde nach dem Sicherheitspolizeigesetz zu machen, nämlich mit dem Hinweis hier,
rechtswidrig ihrer Freiheit beraubt worden zu sein. Und wir reden jetzt nicht, dass die da 20 Minuten angehalten worden ist, das in Gottes Namen, das kann immer passieren, aber wir reden hier teilweise über 7 Stunden in Kälte, ohne entsprechende Versorgung. Ich glaube, dass hier der Rechtsstaat jetzt wirklich gefordert ist. Diese Maßnahmen, und das hat die Justiz hat ja heute auch eine Aussendung gemacht, ist von ihr nicht legitimiert worden. Es gibt keine Legitimation durch einen Richter, der hat gesagt, ihr dürft es machen. Das war eine eigene Entscheidung der Polizei, wie ich meine, eine willkürliche Entscheidung der Polizei, aus welchen Motiven auch immer. Meiner Ansicht nach jedenfalls nicht aufgrund dessen, weil 1338 dringende Tatverdächtige da waren. Da waren vielleicht 4, 5, die sich wirklich, da gibt es nichts zu beschönigen. Wenn wer was auf die Südostangente wirft, das ist ein Krimineller, dabei bleibe ich. Aber allerdings der Rest, den hier unter den Generalverdacht zu stellen, das sind für mich polizeistaatliche Maßnahmen, insbesondere wenn das ohne jegliche Genehmigung durch die Justiz erfolgt. Vielen Dank für die Ausführungen. So setzt die Na, selbstverständlich. Ich darf kurz noch zusammenfassen. Also wenn ich mir das Bild, das ich mir hier selber verschafft habe und bei allen den Mails, die ich bekommen habe und zum Teil wirklich, das sind ja Sachverhaltsdarstellungen, Gedächtnisprotokolle, wo die Leute sagen, ja, wir stellen das zur Verfügung, kann ich sagen, aus meiner Sicht, das war nicht spontan. Ich glaube das nicht. Das war nicht spontan, das war geplant. Der Einsatz war aus meiner Sicht nicht verhältnismäßig. Und wenn Sie mich jetzt als laienhaften Menschen mit Sicherheitsverständnis fragen, stelle ich mir die Frage, warum wählt man von Behördenseite so einen Weg zum Stadion über die meistbefahrene Straße Österreichs? Ja, ich verstehe es nicht. Das sind die Fragen, die zu beantworten sind. Und wie gesagt, ich kann nur immer wieder sagen, jeder Einzelne soll diese Maßnahmenbeschwerde beim Verwaltungsgericht einbringen. Die Rechtshilfe Rapid bietet hier ihre Unterstützung an. Und die Rapidlerinnen und Rapidler, die dort gestern unschuldig festgehalten wurden und malträtiert wurden und gehalten wurden dort unmenschlich, sollen diesen Weg jedenfalls beschreiten. Ich ermuntere sie dazu. Danke, und so ist jetzt die ein oder andere Verständnisfrage gibt, die wir beantworten können, dann gerne und bitte kurz um ein Handzeichen, dann machen wir das. Bitte, Daniel. Herr Präsident, ich hätte noch eben, weil Sie den Weg jetzt angesprochen haben, die Frage, wie kommt denn dieser Corteo zustande? Ist der von Rapid organisiert? Sind das die Behörden, die den vorgeben, dass Rapid so anreisen soll gemeinsam, damit es nicht unterschiedliche Ansichten diesen sind? Weg geben die Behörden vor. Und der ist natürlich vor allem auch mit dem Gastgeber, also in dem Fall mit der Austria, so vereinbart. Den Weg geben die Behörden vor, den wählt Rapid nicht selbst. Dort kann niemand dort gehen, wo er will. Aber nicht nur der Weg jetzt, auch die gemeinsame, also die Anreise vom, ich glaube, am Stadion trifft man wird sich. Wird alles polizeilich begleitet. Beispiel, wenn wir hier spielen, werden die Gästefans, glaube ich, fast zu 99 oder eigentlich immer bei der U-Bahn-Station Obersankt Veit herausgeleitet und dann über ein bisschen einen längeren Fußweg zum Gästesektor, der dann ja unterirdisch, wie wir wissen, seit dem Stadionneubau gestaltet ist. Bitte, Andi Forst, darf ich bitten, das Mikrofon zu bringen? Daniel, danke, Fleißaufgabe, sehr nett. Danke. Herr Präsident, es gibt das Gerücht oder man sagt, dass am Dienstag bei der Vorbesprechung, bei der sicherheitspolizeilichen Vorbesprechung schon der Satz gefallen sein soll von Seiten der Polizei, dass man darauf schauen wird, dass die Rapid-Anhänger nicht ins Stadion kommen. A, stimmt das? Und B, wenn die Polizei einen normalen, einen logischen Weg vorgeschlagen hätte, der nicht entlang der Tangente führt, sondern die nur quert bei der Lahrbergstraße, wäre das nicht ein ganz einfaches gewesen, auf beiden Seiten dieser Brücke 20 Beamten hinzustellen und sicherzustellen, dass dort der Verkehr auch zu 100% sicher abgewickelt werden kann, auch wenn Idioten da was runterwerfen wollen. Also ist das nicht sozusagen jetzt rückblickend betrachtet ein bisschen eine konzentrierte Aktion, um der Polizei zu sagen, wir sind die Stärkeren? Also ich war bei der Sicherheitsbesprechung nicht dabei, deswegen kann ich auch nur das wiedergeben, was ich gehört habe und habe das Gleiche gehört wie Sie. Also dass eben dort solche Worte gefallen sind. Und das Zweite ist, genau diese Frage stelle ich mir auch. Ja, wenn man diesen Weg über die Tangente wählt, über die Lahrbergstraße, das muss man doch links und rechts allein schon wegen der Absturzgefahr
absichern. Wenn dort 1300 angeblich Personen drüber gehen, das ist ja ein Gefahrenmoment an und für sich. Also warum man das nicht besser absichert, verstehe ich auch nicht. Zusatzfrage an den Juristen: Stehen den Geschädigten, also die dagegen wegen Unverhältnismäßigkeit der Maßnahmen klagen, nicht auch eine Entschädigung zu? Die haben gültige Eintrittskarten für eine Veranstaltung gekauft, die sie nicht besuchen konnten wegen des Polizeieinsatzes. Also wenn sich dieser Einsatz als rechtswidrig herausstellt, dann sehe ich hier absolut einen Amtshaftungsanspruch. Zumindest in der Höhe des Kartenpreises. Wenn jemand gesundheitliche Schäden mitgenommen hat, das geht ja bis zur Lungenentzündung, dann darüber hinaus. Bitte, Thomas Muck, dann eine Reihe dahinter. Herr Präsident, Sie haben jetzt auch sehr deutliche Worte an die Polizei gerichtet. Wie wir alle wissen, Rapid ist der größte Verein, die Polizei, man sollte da doch ein relativ gutes Arbeitsverhältnis haben. Wenn man jetzt die letzten Stunden genauer betrachtet, stehen die Aussagen sehr diametral gegenüber und jetzt auch mit auf Ihre Worte hinauf. Glauben Sie, dass kurz- bis mittelfristig wieder eine Normalität im Verhältnis Rapid, Rapid-Fans und Polizei überhaupt möglich ist? Also mir geht es vor allem darum, dass die Gesetze eingehalten werden, dass das rechtsstaatliche Prinzip funktioniert. Und darum werden wir uns kümmern und wir gehen davon aus, dass sich die Behörden darum kümmern. Ganz klar. Gut, Daniel Dessel hat noch eine abschließende Frage. Und dann Alex. Nur vielleicht jetzt für, das wird ja weitere Derbys geben wieder auch dort. Hat man sich da schon oder macht man sich jetzt auch irgendwelche Gedanken, wie man dem auch vorbeugen kann? Jetzt nicht nur, dass jetzt wie die auch die Gegenstände runtergeworfen haben, sondern begleitet man die vielleicht mit einem eigenen Sicherheitsdienst oder keine, also ist man sich schon im Klaren, was man für Konsequenzen bei den nächsten Male dort ergreifen könnte? Auch wir werden uns natürlich überlegen, was wir in Zukunft besser oder anders machen können, überhaupt keine Frage. Das werden wir tun aufgrund der Aktualität der Ereignisse und der Kürze der Zeit haben wir das bisher noch nicht gemacht, aber wir haben jetzt auch die Winterpause Zeit, um darüber nachzudenken. Danke, dann darf ich noch einmal bitten, Alex Huber. Jetzt wurde am Anfang verurteilt, dass Gegenstände auf die Tangente geworfen wurden. Das ist ja dann trotzdem auch wieder das ewige Problem, dass einige und sehr wenige von 1338 dann ein gröberes Problem für viele ausgelöst haben. Gibt es irgendwie eine Chance, dass Rapid schafft, dass die einigen wenigen die Probleme verursachen? Das war ja öfters schon so. Es gibt ja dann auch immer so einen gewissen Zusammenhalt in der Szene, dass niemand sozusagen ausgeliefert werden soll, dass Rapid die herausfiltert und sozusagen trennt von den, wie erwähnt, wirklich Unschuldigen und welche Bestrafungen sind für die? Es gibt ja auch Polizeivideos vorgesehen. Also überall dort, wo wir die Identität wir feststellen können, beziehungsweise wir die Identität von der Behörde festgestellt bekommen, setzen wir konsequent die Maßnahmen. Ganz klares Beispiel haben wir schon öfter gemacht, das werden wir auch in diesem Fall tun. Und im Polizeibericht steht drinnen, ein Festgenommener, also in der Presseaussendung, ja. Oder in der Presseaussendung, eine Anzeige und eine Festnahme. Sobald wir die Daten haben, werden wir auch die entsprechenden Konsequenzen ziehen in Richtung Stadionverbot, überhaupt keine Frage. Okay, dann machen wir wirklich einmal noch Kollege. Ja, machen wir Kollege von der 24 und dann nochmal den. War die Rede von den Gegenständen, die auf die Tangente geworfen wurden? Es gibt ja Videoaufnahmen, die da auch, da kann man erkennen, dass da tatsächlich was geworfen wird. Was das genau ist, ist nicht klar. Aber es gab ja noch eine andere Sache, nämlich die vielen beschlagnahmten pyrotechnischen Gegenstände, unter anderem auch eine Rauchgranate. Wie steht man denn zu diesen Vorwürfen und wie will man das in Zukunft unterbinden, dass diese illegalen Pyro-Gegenstände nicht von den Fans gezündet werden oder mitgeführt werden? Und also wir haben ja den Zugriff auf die Pyrotechnik in unserem Heimstadion. Da gibt es eine Ausnahmegenehmigung, die seitdem wir im Allianzstadion sind und diese haben auch zu einem weit überwiegenden Teil, also zu mehr als 95% eingehalten wird. Da gibt es Sicherheitszonen, wo Pyrotechnik erlaubt ist bei gewissen Spielen und das wird auch so eingehalten. Wir als Verein
können nur darauf einwirken, dass pyrotechnische Gegenstände nicht irgendwohin mitgenommen werden. Aber die Kontrolle, wer wo irgendetwas mitträgt, ist ja uns nicht möglich. Das werden Sie verstehen. Danke dann dafür, Kollege. Aber als Verein haben wir auch ganz klar gesagt, wir sind für eine, sagen wir auch, wir sind für die legale Form der Pyrotechnik in den genehmigten Zonen mit bengalischen Fackeln. Alle anderen pyrotechnischen Gegenstände haben bei uns nichts verloren. Dann darf ich noch Kollegen Eder bitten. Sie haben gemeint, aus Ihrer Sicht war der Einsatz nicht spontan, sondern geplant. Worin sehen Sie da mögliche Gründe für das Vorgehen? Ich will nicht spekulieren. Mein Eindruck ist das, was auch immer der Grund dafür ist. Exempel statuieren, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Okay, bevor wir uns weiter in Spekulativen verlieren müssen, unter Anführungszeichen, darf ich mich bedanken fürs Interesse, vor allem dem Herrn Rosenau und dem Herrn Kramer danken für die Zeit und wünsche einen schönen Abend noch. Danke sehr. Dankeschön. Danke.